Hallo, hier ist Markus Rapp. Guten Abend. Ich möchte heute ein paar ermutigende Informationen weitergeben zu Demonstrationen in Berlin und Österreich, wo die Bürger zu Zehntausenden auf die Straße gehen, um für ihre Freiheitsrechte und gegen eine Impfpflicht zu demonstrieren. Und das ist richtig, weil Freiheit ist ein göttliches Grundprinzip und es kann nicht sein, dass die Regierung immer mehr über Sondergesetze eben die Freiheit nimmt und der Staat immer mehr Macht für sich beansprucht und die Autonomie der Bürger immer mehr abnimmt und seine Freiheitsrechte beschnitten werden. Erst einmal vielen Dank für dein Abo meines YouTube-Kanals, damit du keine Videos verpasst und für jedes Like, was die Videos auch verbreiten, hilft. Wenn man sich vorstellt, dass 2020 im März die ersten radikalen Lockdowns kamen, die Schließung der Grenzen und dass zu Solidarität aufgerufen wurde. Da wurde damals von Jens Spahn und anderen Politikern gesagt, ja, so einen harten Lockdown wird es nur kurz geben und wird es danach nie wieder geben. Und das sind einfach Unwahrheiten, die hier gesagt wurden, genauso wie, dass die Impfung eben eine Langzeitwirkung haben wird. Und mittlerweile sind also 3 Impfungen nicht genügend. Eine Boosterimpfung kommt und mittlerweile wird von mehreren Boosterimpfungen gesprochen. Und viele, auch Geimpfte, sind mit Recht jetzt ärgerlich über diese Unwahrheiten, die ihnen jetzt seit 2 Jahren fast aufgetischt werden von den Politikern, weil das Ende der Impfung ist nicht in Sicht. Und jetzt Omikron soll also 2 bis 3 Impfungen brauchen, laut BioNTech. Natürlich klingeln dann die Kassen dieses Unternehmens, die ja 200 Millionen Minus hatten, 200 Millionen Euro Minus 2019 und mittlerweile bei über 12 Milliarden Gewinnen sind. Ja? Also hier geht es um sehr, sehr viel Geld. In Österreich haben laut den Medien 44.000 Menschen demonstriert am Wochenende. Die Veranstalter sagen, wie das ja auch in Deutschland immer eine Diskrepanz der Zahlen war, über 100.000 Teilnehmer waren da. Also es ist ein enormer Aufstand gegen die Auflösung auch der Verfassung in Österreich, der Demokratie. Und sie haben dort auch berichtet, dass sie aus der Alternativlosigkeit der Politik raus wollen und müssen. Sie sind nicht allgemein gegen Impfung, aber gegen Impfzwang, weil der Bürger hat das Recht, über seine Gesundheit und das Management seiner Gesundheit und seines Körpers selbst zu entscheiden. Und das ist also unglaublich, dass jetzt Politiker sagen, das Gemeinwohl ist viel wichtiger als die Rechte des Einzelnen. So redet man in totalitären Staaten, so wurde in der DDR geredet und das ist etwas, was wir nie wieder wollen. Ich habe hier ein Wort aus Sprüche 14,12, das mich berührt hat. Dort steht, da ist ein Weg, der den Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes. Ja? Menschliche Wege, die scheinen oft gerade zum Ziel zu führen, aber nach einiger Zeit merkt man, es sind Irrwege, die immer weiter wegführen von den gewünschten Ergebnissen, weil Gott nicht befragt wurde, Gottes Weisheit nicht befragt wurde. Und zuletzt führen sie zu Verderben, zu Tod, zu Bankrotten. Und die Österreicher haben auch gesagt, Hände weg von unseren Kindern. Und sie sagen Nein zu einer Zukunft mit einem Impfzwang, wo man mit einem grünen Impfpass herumlaufen muss. Und ich kenne viele Freunde in Österreich, habe auch telefoniert mit einigen, die sind wirklich verzweifelt und sagen, wie soll das werden? Was sollen wir noch tun, wenn die Regierung so die Freiheit und die Autonomie der Bürger mit Füßen tritt und einschränkt? Dort wurde jetzt auch in Österreich berichtet, ab 1. Februar soll die allgemeine Impfpflicht per Gesetz beschlossen werden. Und ich glaube, es wird nicht durchkommen in Jesu Namen. Wir nutzen unsere Autorität, das zu binden und zu verbieten, laut Matthäus
18 bis 20. Jesus sagt dort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich bei euch. Und was immer ihr bindet, das heißt im Urtext im Griechischen verbietet, wird auch im Himmel gebunden sein und auf der Erde verboten sein. Und was immer ihr löst, wird auch im Himmel und auf der Erde gelöst sein. Und das heißt erlaubt. Und wir erlauben Freiheit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Also nein zu einer Zukunft, wo also ein Impfpass Pflicht wird. Und das ist nicht die Zukunft, die wir wollen. Und die hat auch kein Bürger gewählt. Und ab März sollen alle drei Monate 600 Euro Strafe für Österreicher gelten. Das muss man sich mal vorstellen. 600 Euro Strafe, wenn du dich dann nicht hast impfen lassen. Das ist nicht nur Impfpflicht, das ist Impfzwang. Und dann soll es auch in die Tausende gehen und die Maßnahmen sollen schwieriger werden. Ich habe aus Jesaja 8 ein Wort, über das ich immer wieder nachdenke, dass ich auch bete, weil wenn wir Gottes Wort aussprechen, wacht Gott über sein Wort, es zu erfüllen. Und dort steht in Jesaja, Prophet Jesaja, der auch das Kommen Jesu Christi angekündigt hat, sein Kreuzestod, dass der Sohn Gottes auf die Erde kommt und eine Jungfrau wird schwanger werden durch den Heiligen Geist, dass derselbe Prophet Jesaja, 700 Jahre vor dem Kommen Christi, er sagt hier zu ungerechten Herrschern, plant einen Plan, er geht in die Brüche. Beschließt einen Beschluss, er wird nicht zustande kommen, denn Gott ist mit uns. Also Gott wird Pläne der Ungerechtigkeit zerbrechen in Österreich und in Deutschland. Ich habe jetzt eine sehr, sehr gute Sache gesehen, ein gutes Beispiel, wo Halleluja Österreich, könnt ihr ja mal auf YouTube euch anschauen. Ich hatte vor, das auch mal zu machen als Beispiel, wo er sagt, das, was viele Politiker in Deutschland, Österreich planen, auch in anderen Ländern, ist viel heiße Luft, was sie ausposaunen, was jeder Grundlage der Realität entbehrt. Und dann hat er einen Luftballon aufgeblasen und hat gesagt, was macht man mit all dieser heißen Luft? Und wenn man eine Nadel hineinsticht, explodiert es und verpufft es. Und ich glaube, vieles, das hat mich sehr angesprochen, dieser Pläne sind genau wie diese heiße Luft in einem Ballon. Und es braucht die Nadel des Gebets und des Bekenntnisses, genug ist genug, wir haben das nicht gewählt, als Bürger in Deutschland, als Bürger in Österreich oder Schweiz oder Holland, sondern wir sagen nein, wir stecken eine Nadel in diesen Heißluftballon der Politiker und er wird zerplatzen und in die Brüche gehen, sagt auch Gott in Jesaja Kapitel 8. Ich habe auch ein Interview von Donald Trump gehört am 9.12. mit Flashpoint und Victory Channel, ein 10-minütiges Interview, wo er auch über die Gefahren spricht der schwachen US-Regierung, die also die Grenzen für Millionen von illegalen Einwanderern geöffnet hat und Russland und China und auch wieder Nordkorea, eine schwache Regierung an der Spitze des Weißen Hauses präsentiert. Und jetzt steht Russland vor der Ukraine und es droht ein Krieg, darüber will ich noch kurz reden, ein Einfall in die Ukraine. Russland mobilisiert ihr Militär und das Gleiche ist die Gefahr von China, in Taiwan einzufallen. Und all das waren keine Themen unter der Regierung von Donald Trump, weil er eine Politik der Stärke gemacht hat. Und er hat auch das Nordkorea-Problem mit Kim Jong-un gelöst, ja, durch sehr starke Warnungen und Drohungen solcher totalitären Herrscher, weil das ist die einzige Sprache, die sie verstehen. Und wir haben jetzt das erste Mal die gesamte Sicherheitspolitik geleitet von Frauen wegen dem Equality Act, dem Gleichheitsmandat der deutschen Politik. Wir haben also 8 Bundesminister und 8 Bundesministerinnen. Und ich habe darüber mal tief nachgedacht. Also das Ministerium des Inneren wird durch Nancy Faeser geleitet, Jahrgang 1970. Null Erfahrung in Regierungspolitik auf Bundesebene, nur in Hessen.
Sie war also hessische Politikerin, aber keinerlei Regierungserfahrung. Und diese Frau leitet jetzt das Innenministerium mit größten Sicherheitsproblemen durch die Migrationseinwanderung der letzten 10 Jahre. Immer mehr Sicherheitsprobleme, ja, und eine unerfahrene Frau mit 0 Jahren Regierungserfahrung. Außenministerium, Annalena Baerbock, Hausfrau, Mutter, Jahrgang 1980, 41 Jahre alt. Ich habe in meinem Geist gesehen, wie Wladimir Putin und die Russen über diese Frau lachen und sagen, was für eine Schwäche der Regierung in Deutschland, in Amerika. Und die Russen drohen jetzt, dass die NATO sich nicht erweitern soll in der Ukraine, sonst werden sie auch militärische Maßnahmen ergreifen. Und Annalena Baerbock, unsere Regierung, hat nichts weiter zu sagen, als Sanktionen zu bringen, wirtschaftlich. Darüber lachen die Russen. Sie verschieben die Linie der Prüfungen. Was können sie sich erlauben in Europa und auch in der Ukraine immer weiter? Und die Russen haben keine Angst vor Wirtschaftssanktionen, sondern sie haben nur Angst vor militärischer Auseinandersetzung und die wird nicht kommen. Ja? Also wir stehen, das sagen Experten, am Rande eines Krieges, eine größere Gefahr, also so große Gefahr jetzt mit Russland, Ukraine, auch China, Taiwan, wie wir das seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten. Und das ist wegen einer schwachen Regierung. Und dann Militär, Christine Lambrecht, Jahrgang 65, 2 Jahre Erfahrung mit dem Justizbundesministerium, immerhin von 2019 bis 2021, und dann ist sie gleich gewechselt in Familienministerium. Da kann man ja keine Kompetenz aufbauen. Und jetzt das dritte Ministerium innerhalb von 2 Jahren, Militär, weil Militär und Verteidigung Deutschlands ja so unwichtig ist. Also ich habe dann darüber nachgedacht, was dieser Gleichheitsakt, das ist ja eine Ideologie, alles muss gleich sein. Männer, Frauen, Kinder sind wie Erwachsene, LGBT, Gender Mainstreaming, Geschlechtsgrenzen werden verschoben. Und da habe ich darüber nachgedacht, was das für Auswirkungen hat. Wenn du jetzt einen Leiter für das Bundesministerium der Verteidigung suchst und du sagst, wir haben hier einen General, der ist hochqualifiziert, die Bundeswehr zur modernsten Armee Europas zu machen und die Bundeswehr als einen starken NATO-Partner aufzubauen. Dann wird ein Olaf Scholz sagen, das geht überhaupt nicht, wir haben ja schon 8 Männer. Und auch wenn dieser Mann der kompetenteste Mann für das Verteidigungsministerium ist, es kann kein Mann mehr sein, es muss eine Frau sein. So ist das Denken dieser Gleichheitsapostel. Und das ist absurd. Es geht also nicht mehr um die kompetentesten Personen für das Ministerium der Verteidigung oder für das Außenministerium. Es geht um Gleichheit. Wenn du jetzt einen Mann hast, der also unglaubliche Erfahrung hat in Kommunikation und in Verhandlungen und in Diplomatie, und du würdest sagen, wow, der ist der beste Mann, der prädestiniert ist, Außenminister zu werden, dann würde die SPD und grüne FDP laut aufschreien und würden sagen, du bist ja Rassist, ja, du willst mehr Männer, du bist ja Chauvinist oder du bist ja jemand, der rechtsradikal ist, ja. Das sind ja heute die Totschlagargumente gegen Weisheit und gegen Kompetenz. Es wurde auch auf den, also das ist sehr, sehr gefährlich. Und ich habe jetzt auch gehört, dass also viele diese Fortschrittsregierung von Olaf Scholz eher eine Katastrophenregierung nennen, ja. Und wir werden sehen, wie sich das 2022 entfaltet. Also wir sind in großer Gefahr von geopolitischen Spannungen und Kriegen, also im Pazifikraum, China, dort ist eine Instabilität, China will ihren Machtbereich ausdehnen, auch kriegerisch, und das gleiche Russland mit der Ukraine. Und wir bräuchten im Prinzip eine Politik der Stärke, und die Bibel redet ja auch, ich habe heute auch in einer Predigt von Bill Winston gute Beispiele gehört, ein Pastor aus Chicago, auch einer unserer Lehrer, in unserer Bibelschule, sehr erfolgreicher Pastor in Chicago, redete davon, Gott vergleicht uns mit Löwe und Adler.
Das hat mich sehr berührt. Ein Adler hat eine sehr scharfe Sicht und Vision der Realität und der Dinge. Er sieht in der Ferne und in der Nähe sehr scharf. Und wir brauchen eine sehr große Scharfsicht in diesen gefährlichen Zeiten. Und die Frage ist, ob das unsere Regierung hat, die im größten Teil, 90%, überhaupt nicht Gott befragt und auch keinen Glauben an Gebet oder die Werte und Wahrheiten der Bibel hat. Und dann das Zweite ist der Löwe, der mutig ist. Es ist nicht das größte Tier, das sind Elefanten, Giraffen, aber er sieht sich als das größte, stärkste Tier an. Ist auch nicht das stärkste Tier. Und er tritt königlich, majestätisch auf und er brüllt wie ein Löwe. So war übrigens Donald Trump. Und deswegen hat er Kriege beendet und er hat Frieden geschaffen weltweit. Und es gab keinen Präsidenten seit dem Zweiten Weltkrieg, der seine Truppen abgezogen hat und trotzdem in Afghanistan genug tausende Truppen gelassen hat, damit die Taliban nicht also einen Terroristenstaat aufrichten konnten, wie das heute passiert ist. Und sie haben 85 Milliarden US-Dollar Militärausrüstung übernommen. Ich habe jetzt übrigens gehört von Nancy Faeser, es sind jetzt 40.000 Afghanen, die nach Deutschland kommen, nach Europa reinkommen, aktuell. Und Deutschland mit Nancy Faeser will 25.000 neue Afghanen aufnehmen, mehr als alle anderen EU-Staaten zusammen. Die wollen also nur 15.000 aufnehmen, der Rest Europas auf mehrere Länder verteilt und Deutschland 25.000 Afghanen. Und dazu kommen aus Griechenland weitere Hunderttausende, die dort emigrieren und die dort also Asylrecht bekommen und dann alle nach Deutschland wollen zum größten Teil und dort also einen Freifahrtschein bekommen, dann auch nach Deutschland zu kommen. Und unsere Regierung, Grüne, SPD, will also diese Migrationsströme aufnehmen. Da habe ich gedacht, das ist eine gefährliche Situation für unser Land, auch finanzpolitisch. Ich habe übrigens mal ausgerechnet, das streue ich jetzt einfach mal ein, ich mache vielleicht ein extra Video auch darüber, ein Vorschlag, was man mit 15 Milliarden Euro tun könnte, das wäre 500.000 deutschen Familien, die Insolvenz anmelden mussten, 30.000 Euro zu geben. Wenn du 500.000 mal 30.000 Euro rechnest, sind das 15 Milliarden. Und damit könnte man ihnen helfen, eine neue Firma zu gründen, eine neue Existenz aufzubauen. Und damit würden Steuergelder in die Steuerkassen kommen. Unser Volk würde sagen, was für eine weise Regierung. 500.000 Deutschen wurde geholfen, wieder eine Firma aufzubauen. Eine Selbstständigkeit, die durch harte Lockdowns, die die Masse der Bevölkerung, die Mehrheit, will ich mal lieber sagen, als völlig ungerechtfertigt ansah, sie ihnen wieder eine Zukunft zu gewähren. Das wäre eine Politik im Sinne des Volkes und für Flüchtlingsausgaben und Migrationsausgaben werden mittlerweile 30 Milliarden aufgewendet. Und mit einer Nancy Faeser und einer Annalena Baerbock im Innen- und Außen Ministerium in der Regierung wird wahrscheinlich der Etat bald auf 40 Milliarden und mehr gehen für Migration. Und wir haben in Deutschland eine unglaubliche Not von Hunderttausenden Insolvenzen. Und man hört es ja immer wieder, dass diese Bürger sich von der Regierung nicht vertreten und nicht wirklich versorgt sehen. Also ihr Lieben, das sind die Bereiche. Wir müssen beten, dass Weisheit in diese Regierung kommt, dass der Schleier von Lüge und Täuschung entfernt wird und dass die Ballons mit heißer Luft von schlechten Plänen und schlechten Beschlüssen zerbrechen und zerplatzen. Ich persönlich glaube daran, dass eine allgemeine Impfpflicht in Österreich zu Boden fällt und zerbricht und auch in Deutschland und Gott bewahre die Nationen davor, weil das ist etwas, was die Nationen spalten, das Volk spaltet. Nicht die Menschen, die demonstrieren, sind die Spalter, sondern ungerechte, schlechte Politiker,
die auf ihren Verstand vertrauen, anstatt auf Gott vertrauen. Auf Gott zu vertrauen, bringt Weisheit auf die Erde vom Himmel. Auf den Verstand zu vertrauen, bringt Irrwege, schlechte Pläne. Und das sind auch geistliche Realitäten, die wir in Deutschland und in Europa sehen. Also Gnade uns Gott und möge unsere Regierung weise werden, eine Politik zum Wohle des Volkes, zum Nutzen des deutschen Volkes zu machen, wie Olaf Scholz und die Politiker und die Bundesminister geschworen haben. Die meisten ohne Gott, Olaf Scholz ohne, so wahr Gott mir helfe. Aber am Wohle und am Nutzen des Volkes wird diese neue Ampelregierung gemessen werden. Gott segne dich reichlich. Gib ein Like für dieses Video und leite es auch weiter an andere, damit sie es sehen können.